Daumen gedrückt habe. Das liegt ja an dir, was du damit aufnimmst. So, während sich Maren auszieht. Begrüße ich euch zu einer neuen Folge unseres Vlogs. Vlog. Wackel. Ich habe wieder die dicke Kamera rausgepackt. Ich habe wieder den dicken ausgepackt. Ich möchte euch als allererstes erstmal sagen, vielen, vielen Dank für die massig geilen Kommentare auf das letzte Video, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt nur noch vlogge, wenn es Spaß macht, wenn ich Bock drauf habe und so weiter und so fort. Wir fangen an, uns neu aufzustellen. Dazu gleich mehr. Wir haben mal eine Story darüber gemacht auf Instagram, wie wir eine Weinflasche öffnen, wenn wir keinen Flaschenöffner dabei haben. Und Korkenzieher, danke. Korkenzieher dabei haben. Und da gibt es tatsächlich mehrere Varianten. Eine fanden wir besonders geil und die wollen wir unseren Zuschauern hier auf YouTube natürlich nicht vorenthalten. Schaut euch mal an, nicht wundern, es hochkant, weil Instagram... aber schaut mal hier, wir reden gleich mal drüber. Kleiner lustiger Vanlife-Tipp. Wenn ihr mal keinen Korkenzieher dabei habt, wie wir, just in diesem Moment, schaut ihr erstmal, was das für ein Korken ist. Ist das ein Kunststoffkorken? Könnt ihr den ganz normal mit einem Schlüssel rausholen? Man steckt jetzt nicht unbedingt den Autoschlüssel da rein, aber nimmt den Schlüssel, steckt den seitlich hier rein. Den unwichtigsten Schlüssel, den ihr dabei habt. Genau. Und dreht dann sozusagen ganz langsam den Korken raus. Mit viel Gefühl, das funktioniert nur beim Kunststoffkorken. Problem hierbei ist, wir haben einen richtigen Korken, aber auch dafür gibt es einen Trick. Und zwar braucht man ein Feuerzeug. Jetzt erhitzt man diesen Bereich von der Flasche. Da erwärmt sich die Luft in diesem Bereich. Die Luft dehnt sich aus und damit geht langsam der Korken nach oben. Ja, so ein bisschen Angst irgendwie. Der Wein hat danach auch Zimmertemperatur. Mindestens. Pass auf, es bricht einfach nur. Ui. Ja, es bricht einfach nur die Weinflasche auseinander. 2000 years later. Er kommt. Ja, jetzt kommt er. Er kommt raus. Oh, da, halt ran, Maren, zoom ran. Ich sollte meine Augen dabei zumachen. Ja. Eine schwere Geburt. Oh, oh mein Gott. Wo ist er? Wie? Na hier! Na da! Boah, das stinkt! So saugen kann man es jetzt nicht, aber wohl sein! Oh nein! Riecht aus immer! Ein edles Tröpfchen. Wohl sein! Ja, ist das geil oder ist das geil? Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich Hausmittel, die ich kannte, oder Hausfunktionen, die ich kannte, im Vanlife angewendet habe und es somit uns den Abend gerettet. Das war echt super geil und ich hatte so diese Idee, ach du Scheiße. Wenn ihr auch solche Tipps habt, vielleicht so kleine Geheimtipps oder der Tipp von der Großmama, was Haushalt angeht, was man vielleicht sogar ins Vanlife projizieren kann und einem so auf Reisen vielleicht hilft, haut das mal unten drunter in die Kommentare. Ich werde alle probieren. Austesten, vielleicht ein Video von machen. Währenddessen ihr alles verbrennt, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Nehmt nicht alles so ernst. Liken, kommentieren, folgen. Das ganze Programm. Schaut mal bei Insta vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.